Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, es geht euch gut. Und falls nicht, wünsche ich euch von Herzen schnelle und gute Besserung. Ja, ich freue mich, ich habe ein bisschen Zeit. Juhu, und ich habe einen kleinen Haul. Ja, also ich habe hier eine gute Tüte voll. Ich war im DM unterwegs. Ich konnte sogar schon was testen. Ich glaube, insgesamt sogar 1, 2, 3, 4 Sachen konnte ich testen. Es ist jetzt nicht direkt was Dekoratives dabei, aber viel Neues. Also was ich neu entdeckt habe für mich, interessante Sachen und die möchte ich euch zeigen. Und ich fange, glaube ich, auch mal an mit, ist total ungewohnt, ich habe heute mal etwas längere Ohrringe drin. Geht es euch da im Moment genauso? Durch das Tragen der Maske habe ich manchmal gar keine Ohrringe drin oder nur so ganz kleine, weil ich habe mir nämlich mal, ich hatte auch mal so größere Ohrringe drin und dann bei Maske auf- oder absetzen, ich weiß es nicht mehr, da hätte ich fast einen Ohrring mehr ja, abgerissen, verloren. Das, weiß ich nicht, ich hatte jetzt, glaube ich, 2, 3 Tage lang keine Ohrringe drin und habe eben gemerkt, beim Durchstechen hatte ich schon ein bisschen Schwierigkeiten. Also ja, ist halt ein bisschen blöd mit der Maske und so, ne? Aber jetzt dachte ich mir, fürs Video ziehe ich mir mal meine Engelsflügel auf. Genau, Sie fangen mal an. Also ich war vor, wann war ich denn? Was haben wir heute? Heute ist Mittwoch. Montag war ich im DM. Und genau, da habe ich dann, ja, ich wollte mal ein neues Haarshampoo ausprobieren. Und da habe ich den Extra-Aufsteller. Ja, was heißt Extra-Aufsteller? Nee, das war eigentlich direkt da, wo es auch die Shampoos gibt. Habe ich von Bilou. Ne? Bilou kenne ich jetzt. Von Duschen, von den Duschschäumen. Ich glaube, aktuell habe ich gar keinen mehr von ihr. Ja, und jetzt dachte ich mir, okay, da gab es ja nicht nur das Shampoo, sondern auch den Conditioner und ein Repair Spray. Ich habe mal alles drei mitgenommen und habe alles drei schon getestet. Und zwar das Shampoo jetzt schon zweimal. Gestern nach dem Laufen, ich war gestern Morgen joggen, habe ich mir hiermit das zweite Mal die Haare gewaschen und ich kann euch sagen, ich weiß nicht, ob man sieht, aber ich finde, meine Haare haben einen ganz schönen Glanz. Ne? Sie sind jetzt ein bisschen strubbelig. Ich habe sie mir Luft trocknen lassen, nichts gemacht. Ne? Aber sie sind, ich kann euch sagen, vom Anfassen her, ich hatte schon lange nicht mehr so ein schönes, weiches Gefühl. Ich habe ja jetzt nicht so die dicksten Haare. Ich sag mal, ganz normale habe ich. Ich habe nicht dünn, ich habe nicht dick. Ich habe alles so Mittelmaß, sagt der Friseur immer. Meine Haare sind aber glänzen irgendwie mehr. Und ein bisschen rieche ich noch die Melone. Denn das Shampoo, hier steht halt drauf, Made with Love and Passion. Außergewöhnliche Düfte, die euch den Tag versüßen. Bilou Pink Lemonade duftet fruchtig süß nach prickelnder Limonade. Verfeinert mit Beeren und Melone. Ja, das kann ich wirklich bestätigen. Es riecht sehr nach Melone. Also besonders nachdem ich dieses Haar, dieses Repair, dieses Pflegespray, sage ich mal, in die Haare mir gegeben habe. Oh, sensationell. Also gestern den ganzen Tag über hatte ich diesen schönen, leichten, fruchtigen. Also es ist aber nicht zu süß. Es ist süß, aber es riecht. Ich liebe halt Melonenduft. Und diese Melone sticht hervor. Das Produkt an sich ist so weißlich. Ist alles schön. Ich finde eigentlich auch die Flasche schön. Nur das Material ist ziemlich fest. Und man kann es manchmal dann nicht, dann drückst du etwas fester und manchmal kommt dann vielleicht zu viel Produkt raus. Also man braucht nicht viel von dem Shampoo. Es schäumt gut auf. Man kann es halt sparsam dosieren, wenn man es sparsam dosieren kann. Wie gesagt, es lässt sich, das hätte ich mir etwas anders gewünscht. Irgendwie, dass man es besser drücken kann, weil es sehr fest ist. Aber das packt man sich einfach in die Haare, ausspülen, fertig. Ist ein gutes Produkt, finde ich, weil toller Duft lässt sich schön in die Haare einarbeiten und lässt sich relativ schnell ausspülen. Dann habe ich beim ersten Mal den Conditioner. Das ist halt, sieht genauso aus. Hier steht nur Conditioner. Und hier sind 200 Milliliter drin und im Shampoo sind 50 Milliliter mehr. Es sind beides auch vegane Produkte, glaube ich. Ne? Stand das nicht hier gerade irgendwo? Ja, vegan. Made in Germany, vegan. Genau. Der Conditioner hat genau den gleichen Duft. Und hierbei ist es mir passiert, hier habe ich das Gefühl, dass das noch fester in, also es lässt sich wirklich ganz schwer drücken. Und da ist es mir wirklich passiert, ich habe erst,
nur so ein bisschen rausgedrückt und dann brauchte ich aber noch ein bisschen mehr und dann kam Riesenflatschen. Das muss ich bemängeln. Also es lässt sich schwer dosieren, weil die Verpackung so sich schwer drücken lässt. So, und dieser Conditioner verspricht, soll halt versorgt dein Haar mit Feuchtigkeit und verbessert die Kämmbarkeit. Das finde ich ja immer großartig. Deshalb kaufe ich mir eigentlich einen Conditioner, dass ich danach durch die Haare bürsten kann. Anwendung: in das feuchte Haar einmassieren, kurz einwirken lassen und gründlich ausspülen. Ja, das habe ich machen lassen. Ich war in der Badewanne, hab's, wenn man, weil hier steht ja wirklich drin, dass man es nur kurz einwirken. Also sprich vielleicht unter der Dusche eine Minute. Ich habe es jetzt bestimmt 5 Minuten fast im Haar gehabt in der Badewanne. Und danach konnte ich nicht durch meine Haare. Also ich konnte durchbürsten, aber nicht ziepenfrei. Also es war sehr schwer, durch die Haare zu kommen. Deshalb brauche ich eigentlich diesen Conditioner. Naja, ich werde ihn jetzt aufbrauchen, aber der Duft ist sensationell gut, wie der bei dem Shampoo. Aber für mich, ich brauche dann so einen Conditioner nicht, weil ich will danach durch die Haare gut bürsten können. Jetzt kommt es aber. Also ich habe das gestern dann so gemacht, Shampoo, und dann habe ich den Conditioner nicht verwendet, weil ich hatte wenig Zeit. Habe mir dann aber nach der Haarwäsche im handtuchtrockenen Haar dieses Repair Spray reingegeben. Und Made with Love, ja genau, es riecht genauso nach fruchtiger Limonade und Melone und Beeren. Repariert deine Haare, pflegt bis in die Spitzen und sorgt für eine sofortige Kämmbarkeit. Das kann ich wirklich unterstreichen. Auf Längen, also Anwendung, auf die Haarlängen und in die Spitzen einsprühen. Nicht ausspülen mit Bambus- und Goji-Beeren-Extrakt und mit Macadamia-Nussöl und Panthenol. Augenkontakt vermeiden. Ja, gut. Also, ich kann euch sagen, ich habe das dann mal erst getestet. Dieser Sprühstrahl, ich guck mal, es ist nur ein Loch zu erkennen. Ich kann jetzt hier nicht mit rumsprühen, weil das kommt wirklich nur ins feuchte Haar und nicht ins trockene. Es ist sehr ölig. Also man spürt das. Und es spritzt bei mir, ich weiß nicht, ob das Montagsprodukt ist, aber es spritzt etwas hoch und etwas runter. Also, aber vielleicht muss das auch so sein. Und ich habe das gestern verwendet, ich bin ein bisschen zu nah an meinen Haaransatz gekommen. Und da steht ja wirklich drauf, nur in die Längen und in die Spitzen. Weil ich denke mal, durch dieses, was war das, Macadamia-Nussöl, müsst ihr halt aufpassen, sonst habt ihr direkt einen fettigen Ansatz. Also ein bisschen fettig ist mein Ansatz, ein bisschen. Aber es geht noch. Aber dieses Pflege-Repair-Spray, ich weiß nicht, ob es repariert, aber es macht noch mal ein wunderschönes Haargefühl. Es ist wirklich total glatt und ich glaube, ich brauche viel, viel, viel weniger hiervon. Es ist wirklich sehr ölig, toller Duft, man braucht nicht viel und ich konnte danach wirklich, wirklich fast ziepenfrei durch die Haare bürsten. Und von den Inhaltsstoffen her finde ich das auch vollkommen okay. Und deshalb freue ich mich, dass ich so ein Repair-Spray gefunden habe. Ich habe ja das etwas teurere vom Friseur und dann von Gliss-Kur, aber da sind die Inhaltsstoffe jeweils nicht ganz so prickelnd. Aber hier, ja. Also ich hoffe, dass das im Programm bleibt. Ich hoffe. Ich habe jetzt schon überlegt, weil ich fahre vielleicht heute, ja morgen, nee, morgen fahre ich einkaufen, Lebensmitteleinkauf. Vielleicht halte ich dann nochmal im DM und hole mir gleich nochmal so eine Pulle. So begeistert bin ich wirklich davon. Also wirklich. Man muss nur aufpassen, dass man sich nicht direkt an den Haaransatz sprüht. Aber wer vielleicht auch trockene Haare hat, dicke Haare ohne Glanz, und hat auch Probleme, durch die Haare zu kommen, will nicht immer einen Conditioner verwenden. Das hier ist sensationell. Kräutertee ist heute am Start. Ja, ich hatte schon meinen Kaffee. So, machen wir weiter. Ich habe jetzt viel erzählt darüber, aber das geht natürlich auch nur, wenn man es schon benutzt hat. So. Bunt gemischter Einkauf. Ich brauchte was für mein Badezimmer und habe mir von Profissimo, ich meine, ich hatte den früher schon mal und war recht angetan. Das ist der Badzauber. Streifenfreie Reinigung und Glanz. Das ist einfach hier so ein schöner giftgrüner Lappen. Und damit kann man wirklich super alles: Fliesen, Waschbecken, Toilette. Ich werde das jetzt für meine Toilette benutzen. Ich wechsle mich da immer ab. Und was ich gut finde, man kann bei 60 Grad den Lappen waschen. Ja, das finde ich toll. Und wie gesagt, ich hatte das schon mal und war sehr angetan von. War auch sehr langlebig. So, dann noch was zum Putzen. Ich bin ja, ich werde jetzt auch bald ein Aufgebraucht-Video abdrehen. Und da werdet ihr, glaube ich, ein, zwei Produkte auch sehen von Frosch. Hallo Puma! Hey, jetzt haut er wieder ab.
macht hier, schiebt hier meine Küchentür auf. Naja, gut, mein Hündchen. Ja, und ja, also bei Putzsachen verwende ich sehr viele Froschprodukte. Da bin ich doch sehr begeistert von. Und ich meine, den hatte ich noch nie. Den wollte ich mal ausprobieren für meinen Backofen. Ich habe jetzt in letzter Zeit sehr viel gebacken. Mein Backofen muss gereinigt werden. Und hier steht halt drauf, das ist ideal für Backofen und Grill. Ist mit Grapefruit Fettentferner. Mal schauen. Ich kann mich nicht daran erinnern. Vielleicht hat ja jemand von euch dieses Froschprodukt schon mal verwendet und kann mehr erzählen. Aber bisher kann ich mich auch nicht daran erinnern, dass ich mal ein Flop-Produkt hatte in Putzsachen, was Frosch angeht. Das hier habe ich mir neu zugelegt. Ich hatte schon lange von 8x4 kein Deo-Spray mehr. Und das ist ohne Aluminiumsalze. Genau. Und das habe ich auch schon verwendet. Das ist das halt mit dem lavendelfarbenen Sprühkopf. Da dreht man hier oben einfach und sprüht. Und das ist wirklich nicht dezent, aber ja, leicht floral. Was steht denn hier? Vibrant Flower. Soll 48 Stunden halten. Und hier steht mild drauf. Ja. Also es riecht sehr gut, sehr angenehm. Ich habe es jetzt ein, zweimal verwendet. Ja. Ich kann nicht viel, also ich kann nur positiv berichten, ja. Es hält nicht ewig, also 48 Stunden würde ich sagen, nein, aber einen halben Tag und dann kann man ja wieder nachsprühen. Aber sehr angenehm. So, ich lege mal hier, wartet mal. Ja, ach ja, die habe ich auch schon ausprobiert. Ich weiß nicht, ob die neu ist oder ob die Verpackung geändert haben, aber die ist mikroplastikfrei, sehe ich gerade. Die Tube ist aus 50% Recyclingmaterial ohne Verschluss. Also das kommt ja immer mehr. Ne? Das finde ich großartig, dass die Verpackungen halt immer mehr aus recycelbarem Material hergestellt wird. Ist vegan und das ist die Balea Handcreme Kokos Lotusblüte für trockene Hände. Ich musste hinterher ein bisschen lachen, hier sehr pink, beerenlastig. Und diese Handpflege ist solide. Ich sag mal, der Duft gefällt mir. Das ist so ein warmer, ja, Kokosduft im Abgang Lotusblüte, aber ich rieche mehr Kokos. Es ist schon eher was für etwas trockenere Hände. Ich habe es jetzt noch nicht so häufig verwendet, aber hatte ich auch wieder eine Macke. Es kommt halt jetzt langsam die Zeit, wo. Ja, wegen der Kälte draußen und alles und Heizungsluft und die Hände leiden halt durch das viele Hände waschen sowieso und desinfizieren. Aber ich bin erstmal positiv überrascht. Ich glaube, ich kann mal bald wieder eine Handcreme-Pflegesammlung. Es kommt nämlich gleich noch was. Ich weiß, aber Handcreme fasziniert mich immer wieder. Dann habe ich mir das hier mitgenommen. Das fand ich interessant von Evelyn. Ich glaube, die sind ziemlich neu. Durchsichtige Haarklemmerchen. Bobbypins sagt man, glaube ich, auch dazu. Für 2,45 € Verpackungsbestandteile trennen. Ach so, ja, genau. Aber hier steht drauf, ohne Metall. Kannst lesen, da. Ohne Metall. Ja, werde ich mal ausprobieren. Moment, das sind meine die Hände ein bisschen flutschig von der Creme, aber die Creme hinterlässt so ein weiches Gefühl, nicht jetzt fettig, aber so ein glattes Gefühl. Also es zieht schnell ein, aber es hinterlässt ein sehr schönes glattes Hautgefühl. Ich weiß jetzt nicht, wie viele das sind. Steht doch 16 Stück. Und ich nehme mal ein, das ist so eine mittlere Größe. Also die sehen so aus, ne? Durchsichtig sind die jetzt. Und die haben hier, seht ihr das? Solche Zacken. Wie war das nochmal? Ich bin da ja nicht ganz so firm drin. Bobbypins, ist das richtig, dass man die so rum ins. Also die Nöppelkes, dass die Wellen so rum, ne? Ich mache das immer falsch. Bei mir hält sowas nie. Ich sag mal, ich mache mir das jetzt mal hier. Oh, ich habe das Gefühl, die lassen sich schwer verbiegen. Also muss man aufpassen. Sieht jetzt toll aus, ich weiß. Was ich nur wissen will, ist, habe ich das jetzt richtig gemacht? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt die Wellen nach innen gemacht zur Kopfhaut. Jetzt mache ich sie mal so rein mit den Wellen nach außen. Irgendwo habe ich das mal gelesen oder irgendjemand hat mir mal gesagt, Nadine, die Wellen müssen nach innen. Aber irgendwie vom Gefühl her würde ich sagen, kommen die nach oben oder kommen die so? Ich sehe lustig aus.
Also, ich würde sagen, vom Haltbarkeit besser im Haar sitzt der hier mit den Wellen nach außen. Ich weiß nicht, vielleicht braucht man es irgendwann mal. Ne? Klar, man sieht jetzt in meinen dunklen Haaren die Pins. Vielleicht in blonden Haaren wäre es besser gewesen. Ich wollte es euch nur mal zeigen. Und wer weiß. Es fühlt sich aber angenehm an. Schön leicht. Und mein Telefon geht. Moment. So, da bin ich wieder. Jetzt hat mich das Telefonat irgendwie ganz rausgebracht. Ja, hier waren wir, glaube ich, stehen geblieben, ne? Bei diesen Bobbypins. Also vom Gefühl her würde ich sagen, ist das hier verkehrt. Den kann ich auch so rausziehen. Und der hier mit den Nöppelkiss nach oben, der. Aber irgendwie sitzt das alles nicht gut bei mir. Manchmal finde ich das ja nicht schlecht hiermit, ne? Gerade jetzt, weil hier auch kein Metall dran ist, aber ja, ich weiß nicht, ob ich damit klarkomme. Schauen wir mal. Aber ich wollte es mal ausprobieren. Und jetzt bin ich noch strubbeliger wie vorher. So, wo waren wir stehen geblieben? Machen wir weiter. Ja, dann habe ich für meinen Sohnemann ganz kurz. Vielleicht hat ja jemand von euch auch gerade ein Baby bekommen oder noch ein Kleinkind. Diese Stoppersocken finde ich sensationell gut. Also unser läuft am liebsten in diesen Stoppersocken mit den Nöppelkiss. Es gibt ja auch die Stoppersocken auch im DM, wo die ganze Fläche gummiert ist, aber da läuft er nicht so gut drin. Und das hier ist toll mit diesen Stöpseln, mit diesen Nöppeln. Das jetzt von Pussblue, ja, er brauchte jetzt größere. Und die fand ich ganz süß, hier ein bisschen weihnachtlich. Mit dem Lebkuchenmann und mit dem Tannenbaum. Genau. Und von Alana, die, wartet mal, die hier kosten 2,50 €. Und Alana ist etwas teurer, 3,50 €. Das sind längere Söckchen. Die gehen, ja, sieht man, ne? Fand ich ganz süß hier. Und die haben dann auch die Punkte, diese Nöppelkes, Anti-Rutsch, genau. Also die kaufe ich da sehr gerne. So, für euch das Spannendste gleich und für mich auch, das kommt zum Schluss. Ach, was noch für die Haare? Da bin ich auch mal gespannt drauf. Das ist von Ebelin, habe ich jetzt noch nie vorher so gesehen. Ich fand die Farbe schön, dieser Farbverlauf. Seht ihr, dieses Dunkle und dieses Hellbraune. 2,75 €. Volle Flexibilität, perfekter Halt und maximaler Komfort. Die Haarklammer passt sich dank ihres besonders weichen und flexiblen Materials jeder Haarstruktur an. Durch sanftes Auseinanderziehen kann die Haarklammer mühelos an das Haarvolumen angepasst werden und bietet einen hohen Tragekomfort. Wir probieren das mal aus. Ich bin gespannt. Jetzt habe ich natürlich keinen Dutt oder so, aber ich will mal gucken. Also ich will mir die Haare, muss ich mir jetzt auch bald entweder zum Friseur oder hier sieht man die zwei, drei grauen Haare bei mir, die stören mich. Oder ich färbe sie mir selber, ich weiß es noch nicht. So sieht die Spange aus. Interessant. Ja, lässt sich schwer auseinanderdrücken. So. Okay. Wie macht man das? Ich bin ja kein Haar-Dutt-Experte. Wie würde ich das denn jetzt machen? Oh Gott. Wahrscheinlich, obwohl ich habe ja jetzt nicht so dicke Haare. Ich habe noch zu kurze Haare. Aber ich dachte mir eher, wenn ich einen Zopf habe. Oh, aua, aua, aua. So. Ja, sehr schön. Jetzt seht ihr auch viel, ne? Hier. Aber es fühlt sich, es sieht jetzt lustig aus. Schön Strubbelinchen hier. Wunderbar. Ich bleib mal so. Ich werde da noch ein bisschen mit rumspielen. Ja, beziehungsweise nein, ich werde jetzt das hier reinmachen. Oh, das ist heute Color Blocking auf feinstem Niveau. Hier schaut mal. Aber ihr wisst vielleicht von früher, ich liebe Haarbänder. Und ich fand das sehr schön, irgendwie von dieser sanfte Roséton oder Taubfarbe. Und seht ihr, dieser Stoff, der glänzt so, ne? Das ist so diese Glanzoptik. Es ist aber, kostet 3,95 €. Werde ich jetzt auch mal im Ofen machen, vorsichtig. Und jetzt schauen wir mal. Das Wetter ist sensationell schön. Wow, die Sonne scheint. Ich werde gleich mit dem Kleinen mal rausgehen. Gestern Morgen war ich laufen am See bei uns. War super schön. Ich wollte eigentlich nicht so weit laufen. Ich dachte so 6, 7 Kilometer, aber das war so schön, die Sonne.
Ja, dann habe ich über 12 Kilometer. Die merke ich auch heute ein bisschen. So, das Schöne ist, hier hinten dieses Gummiband sitzt bei mir immer sehr, sehr gut. Und mal gucken. Wie gesagt, es ist jetzt zum Pullover jetzt nicht so passend, aber ich liebe solche Haarbänder und ich spüre jetzt schon, das ist eins der strammeren. Oh, mit meinen Ohrringen jetzt hier. Aufpassen, Nadine, ich habe hier einen Spiegel, ich gucke mal hier rein. Ja, das ist ein, das sitzt sehr, also es gibt Haarbänder hier von Evelyn, die sitzen lockerer, aber dann gibt es, und ich begrüße eigentlich eher diese hier, die sitzen schon etwas strammer am Kopf, aber ich mag das und besonders bei meiner Haarlänge jetzt, also ich denke, ich werde 3 bis 5 Zentimeter sie noch wachsen lassen und dann bleibe ich so. Also ich will sie nicht wieder super lang haben, die Haare, aber so ein Stück länger noch. Ja, dann kann ich besser einfach noch mehr machen und schneller einen Zopf machen. Und abgesehen davon, dass es jetzt nicht zu meinem Pullover passt, finde ich dieses Haarband, was so schön glänzt, sehr, sehr schön. Ja. So, was haben wir denn noch? Ah ja, das kommt gleich. Ja, jetzt haben wir es gleich. Wartet mal, ihr Lieben. Sehr viel für die Haare. Also was heißt viel? Aber ein Produkt noch von Evelyn. Ich liebe diese Bänder. Ohne Metall, also diese hier. Und da habe ich mehrere von. Das ist jetzt so hellgrau, dunkelgrau und auch so taubfarben, passt auch zum Haarband. Das sind 6 Stück, 1,95 € und die halten in meinen Haaren sehr, sehr gut. Ja, kann ich empfehlen. So, und dann hatte ich das, ja, Hände. Ich weiß nicht, ich finde das so süß. Das ist, es war, ich finde es relativ teuer. Es sind 3 Stück, so 3 so Pötte. 8,95 €. Und das ist Handpflege. Handpflege Magic Forest. Sorgt mit wohltuender Feuchtigkeit und pflegt deine Hände streichelzart. Die kleinen Begleiter sorgen für ein gutes Laune-Dufterlebnis. Auf Nimmerwiedersehen gestresste Hände. Handcreme mikroplastikfrei mit bezaubernden Düften. Tierische Begleiter. Rose. Wir haben ja einmal Rose Vanille. Was steht hier? Schokolade, Karamell, Orange, Aprikose. Oh mein Gott. Also da konnte ich wirklich, ich habe kurz überlegt, ich denke so 9 €. Aber wenn man mal ehrlich ist, wenn man so knapp 2 € hier für eine Tube bezahlt und man hat hier jetzt halt diese schönen süßen, sind jeweils 30 Milliliter drin. Schaut mal. Oh, passt auch super zu meinem Haarband. Was warst du denn jetzt? Wie geht das denn offen? Wir drehen einfach. Oh ja, wir haben hier noch so eine Schutzabdeckung. Oh, da kommt schon was. Ich gebe mir mal ein bisschen hier drauf. Also es ist reichlich gefüllt. Ich lasse das jetzt auch mal zum Schutz. So, ach, ist schon süß. Ne? Also muss ich ja sagen. Jetzt kriege ich das nur nicht drauf gedreht, weil sich hier irgendwas verhakt hat mit dem Dingen hier. Na toll. Jetzt klemmt das auch noch. Heute geht aber auch nicht alles so wie ich möchte. Ich glaube, ich muss das doch runterlassen. So, zack, dann lässt sich das gut verschließen. Es ist, oh ja, der Duft ist toll. Nicht zu künstlich, eine warme, was war das? Vanille, glaube ich, ne? Muss aufpassen, das war Rose Vanille. Also, die Rose rieche ich nicht so wirklich ganz dezent. Ich rieche mehr Vanille. Jetzt riechen wir auch noch an den anderen. So, die sind hier drauf festgeklebt. Schaut mal. Der ist ja süß, ne? Das soll wohl ein Teddybär sein. Ja. Was war das? Das war, glaube ich, Schokolade Karamell. Oh mein Gott. Ja. Es riecht aber nicht zu bäm. Ganz angenehm. Ein leichter Schokoladenduft. Da fingere ich jetzt nicht drin rum. Vielleicht verschenke ich das auch. So, den habe ich aufgemacht. Und dann haben wir hier noch, was war das? Orange Aprikose. Oh ja. Ich rieche hier irgendwie sofort die Aprikose. Orange rieche ich wenig. Hier sticht die fruchtige Aprikose hervor. Aber es sind wirklich Düfte, die nicht so künstlich riechen. Und die ist jetzt auch schon gefühlt eingezogen. Ich würde sagen, zum Beispiel die hier empfinde ich als pflegender. Also da spürt man mehr die Feuchtigkeit. Hier
Ist für jeden Tag, für wer jetzt nicht gerade kaputte Hände hat, für normal gepflegte Hände ist das was. Also die habe ich jetzt schon benutzt. Könnte mir vorstellen, ich weiß es noch nicht, dass ich die vielleicht irgendwo mit beipacke. Ja, schauen wir mal. Fand ich süß. So, jetzt haben wir noch von Ebeleen was Neues entdeckt. So einen Aufsteller separat, ziemlich am Anfang bei uns, wenn man reinkommt. Und ich liebe ja Pinsel und ich habe mir, ich glaube, es gab 4 oder 5 Pinsel. Ich habe mir 3 mitgenommen, weil Pinsel kann man nie genug haben. Die haben sogar alle hier dieses, Moment, das ist der Lidschattenpinsel. Das ist so durchscheinend rötlich und der Griff ist wie so ein Kristall, seht ihr? Der ist nicht glatt, sondern in sich so geschwungen. Und hier hat man sogar so ein Verhüterli, so ein Täschchen. Ja, es ist hier eine Schere abgebildet. Okay, ich muss eine Schere holen. So, dann schneiden wir das mal hier auf. Aber wartet mal, diese Tasche brauche ich eh nicht. Also, wie gesagt, das gab es früher, aber nee. Wiederverwendbare Pinselschutzhülle. Die habe ich jetzt schon aufgeschnitten. Die fliegt bei mir weg. Das ist, oh ja, ich finde von der Länge her optimal und farblich passt der Stiel. Seht ihr das? Mal sieht es rötlicher aus und dann irgendwie pinky. Richtig, richtig schön gemacht. So sehen die Pinselhärchen aus. Die sind auch nicht, die sind so braun gefärbt. Hat einen guten Widerstand. Finde ich auch von der Größe optimal. Schön. Schön weich. Was steht denn hier? Intensiv, gleichmäßig. Ne, ich dachte, hier steht noch irgendwas zu den Haaren. Das sind synthetische Härchen, ja. Ja, finde ich sehr, sehr schön. So, dann haben wir hier noch, schneide ich auch gleich mal offen, den Blenderpinsel. Es gab auch noch einen Puderpinsel, aber Puderpinsel habe ich wirklich, ich meine, ich habe eigentlich von jedem Pinsel genug, aber ich stehe halt mehr so auf sowas, auf Blenderpinsel. Auch Stängelchen genauso. Ja, hier ziemlich spitz. Oh ja. Fühlt sich sehr, sehr angenehm an, gar nicht pieksig, sehr weich, hat einen, ja, er ist jetzt nicht ganz so wie sagt man, der Widerstand ist jetzt nicht ganz so groß, seht ihr? Aber ich kann mir vorstellen hier, dass man die Kanten richtig schön verblenden kann, ist so ein mittelgroßer Blender, passt hier gut in meine Lidfalte. Schön. Und ich finde die Länge auch optimal, der ist nicht zu lang, ich mag es nicht, wenn ein Pinsel zu lang ist. Ja. Ist Geschmackssache, ne? Dann haben wir noch den Augenbrauenpinsel. Den kann man auch zum Lidstrich ziehen nehmen. Oder ich werd beides mal ausprobieren. Ne? Also es ist, die sind meistens etwas breiter. Zum Lidstrich ziehen, ne? Sind meistens schmaler. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich hiermit ja sehr schön meine Augenbrauen ausmalen kann. Ziemlich kurze Härchen. Aber ich finde es sehr schön gelungen, das Design, muss ich sagen. Mich spricht sowas an. Sehr leicht, liegen gut in der Hand, sehen toll aus. Ja, und dann in dem Aufsteller gab es dann auch noch ein neues Schwämmchen. Ich habe eigentlich genug Eier. Ich habe euch mal, glaube ich, meine Schwämmchen, meine Eiersammlung gezeigt. So habe ich es genannt. Das ist ein Make-up-Ei, aber so eine Farbe habe ich noch nicht. Dieses Burgundi-farbene finde ich klasse. Ja. Hier haben wir. Also die Evelyn-Eier sind nicht schlecht. Ich habe noch, als die ersten rauskamen, ich musste auch ein bisschen ausmisten. Ich habe nämlich festgestellt, ich habe immer noch so ein paar Eierkes, die lassen sich nicht so leicht drücken. Die sind zu hart und damit habe ich kein schönes Ergebnis, wenn ich Make-up einarbeite. Dieses hier geht, das fühle ich schon. Schön. So, und dazu passend gibt es den Container und den finde ich ja mal edel in dem Roségold. Der stand so in dem Aufsteller drin. Und hier haben wir die Löcher. Da können wir das nasse oder gewaschene Ei reinpacken. Und man muss hier drehen. Also hier ist zu. Man dreht dann hier. Und dann hat man, kann das Ei reinpacken. Jetzt überlege ich gerade. Das passt ja hier gut rein, ne? Wenn ich das jetzt aber nass mache, wächst das Ei ja ein bisschen. Passt das dann wohl auch noch da rein? Ist nicht mehr so viel Platz. Naja, mal gucken. Vielleicht ist es auch einfach nur, ich schau mal. Aber ich finde auch an sich, wenn man jetzt mal irgendwo in der Handtasche, ja, wo auch immer,
das Ei mitnehmen möchte, dann finde ich sowas ganz süß. Also ich hatte sowas noch nicht hier. Schöne Transportbox. Ja, doch, mit Luftlöchern. So, und das letzte, fand ich auch spannend, ist ein Rouge- und Highlighter-Blender. Ne, der war auch in dem Aufsteller. Das ist halt speziell jetzt. Ich habe ja so, komme ich nicht immer ganz so gut mit zurecht. Ich habe ja so ein paar Produkte, also Rouge in flüssiger Form. Meistens benutze ich ja Puderform. Ich habe aber auch ein paar Highlighter. Ich glaube, da habe ich ein paar mehr, die flüssig sind. Und das soll man hiermit gut einarbeiten können. Hier, ich denke mal, das ist eher was für Highlighter, ne, dass man das hier so verteilen kann. Und das hier, Rouge. Oh. Aber schön gemacht. Ich finde dieses Hautfarben mit diesem Burgunditon finde ich super schön. Ja, hier steht halt drauf, der innovative Rouge- und Highlighter-Blender garantiert dank seiner beiden unterschiedlichen Strukturen makellose Make-up-Ergebnisse. Die weiche untere Seite, ja, die ist ein bisschen weicher hier unten, soll für Puder-Creme-Rouge sein. Und die kompaktere Oberseite eignet sich zum streifenfreien Auftragen von cremig oder flüssigen Highlighter. Wird ausprobiert. Ich wasche das einmal kurz aus. Ja, das fand ich irgendwie spannend. Also das war so ein Hingucker. Das fällt auch gleich auf. Es sieht edel aus. Ne? War jetzt relativ günstig, fand ich. Wie gesagt, die Pinsel. Ja, fand ich spannend. Und ich habe immer noch ein super. Also diese hier, diese Handpflege, die kann was. Die andere auch hier, also ne? Ja, das passt. Der Tee ist leer, ich bin fertig und ich denke, das nächste Video wird dann endlich mal ein Aufgebraucht-Video wieder werden. Unten aussortiert wäre auch schön. Ich bin gerade voll dabei, weil viele von euch wollen ja gerne auch mal meine Schminksammlung, beziehungsweise vielleicht nicht sofort alles auf einmal. Da bin ich noch nicht ganz durch mit, aber so, dass ich euch mal einfach mal, das hatten wir schon länger nicht mehr, meine Highlighter oder alle meine Blushes zeige. Mal schauen. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Einschalten. Vielleicht war ja was Spannendes dabei. Ich bin auch sehr angetan, wirklich von der Bilou Pink Lemonade Haarserie. Also Conditioner nicht, aber Shampoo und dieses Repair Spray. Mach wirklich. Also ich hatte schon lange nicht mehr so schönes Leuchten in den Haaren. Also ich habe wirklich nichts drin. Also kein Haarspray, keine Pflege, keine Kur, wirklich nur Shampoo und dieses Pflegespray. Und ich bin sehr begeistert. Das Haarband sitzt auch super. Prima. Ich bedanke mich fürs Einschalten, ihr Lieben. Wünsche euch eine wunderwundervolle Zeit. Freue mich jetzt auf eure Kommentare, auf eure Bewertung. Ihr könnt mich auch abonnieren, kostenlos, wenn ihr wollt. Würde ich mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen. Ich freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder einschalten würdet. Und bis dahin bleibt mir gesund und bis hoffentlich ganz bald, eure Nadine.